Bist du oberflächlich? Was bedeutet Oberflächlichkeit? Oberflächlichkeit ist, wenn du anhand von typischen äußeren Eindrücken einen Menschen oberflächlich findest, beschreibst oder anhand von seinem Aussehen ihn zu einer Kategorie einordnest. Was ist aber, wenn dieser Mensch gar nicht in diese Kategorie reinpasst oder er selbst ist? Und wenn sich das Ganze für euch jetzt wie Kauderwelsch anhört, dann habe ich eine gute Erklärung für euch. Und zwar habe ich einen Link für euch rausgesucht. Das ist der erste Link in der Beschreibung oder der erste Link in den Kommentaren. Da wird das Thema Oberflächlichkeit anhand von Körpern nochmal sehr deutlich dargestellt und dass es ein echtes Problem ist. Die haben auch eine coole Lösung dafür gefunden, also schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Jetzt aber weiter zum Video. Was seht ihr jetzt hier? Was seht ihr? Cap, Goldkette, Schlabberpulli. Bin ich ein Gangster? Bin ich ein Rapper? Bin ich ein Möchtegern? Bin ich schwul, weil hier Angel draufsteht? Bin ich etwas Besseres, nur weil ich ein bisschen schicker gekleidet bin? Habe ich direkt viel Geld am Start? Oder ganz viele Girls? Nur weil ich viel Geld habe und danach aussehe? Stellt euch vor, ich würde euch so am Strand begegnen. Bin ich ein Angeber? Bin ich ein Möchtegern von irgendwas? Und wie sieht's damit aus? Das, was ihr gerade über mich gedacht habt, denkt ihr das jetzt immer noch? Nur weil ich ein weiteres Kleidungsstück trage? Bin ich jetzt auf einmal ein Beachboy? Bin ich jetzt ein Hipster? Oder bin ich jetzt schwul? Nur weil ich Rosen und eine Brille dazu trage? Vielleicht interpretieren mich auch viele Leute jetzt als einen Möchtegern-Rapper. Oder ähnliches. Schade ich jetzt anderen Menschen? Bin ich ein Angeber, weil ich rauche? Will ich damit cool sein? Warum benutze ich denn nicht andere Zigaretten wie normale Menschen? Nationalität, Körper, Aussehen, all das trägt dazu bei, dass wir Menschen oberflächlich behandeln oder oberflächlich über sie äußern. Egal, was ich gerade angezogen habe, egal, was ich gezeigt habe, egal, wer ich war immer dieselbe Person, denn ich bin ich. Und das ist eine Message da draußen an alle, die oberflächlich urteilen. Das kann man auch Spaß machen, das kann aber auch sehr schnell sehr ernst werden. Wie gesagt, was sich zwei Mädels da für eine geile Idee gegen Oberflächlichkeit überlegt haben, findet ihr in der Videobeschreibung natürlich der erste Link oder auch in den Kommentaren der erste Link. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid, der Angel ist raus. Psch.